Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ja, es gab ja jetzt sehr, sehr lange kein Video mehr von mir und zwar, ich habe zuletzt ein Video oder mehrere Teile abgedreht von einer Beauty-Inventur und ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele rausgekommen sind, aber ich glaube so an die 500 Pflegeprodukte, also ohne Kosmetik, nur wirklich Pflege, Duschgel, Cremes und so weiter. Klar, sind auch viele kleine Größen dabei gewesen, aus Beautybox und so weiter. Aber ich habe das dann irgendwie gesehen und habe eigentlich gedacht, hey Leute, oder nee, nicht hey Leute, sondern hey Sabrina, so geht's nicht weiter. Es ist einfach viel zu viel gewesen. Ich kann das gar nicht alles aufbrauchen. Es sind mit Sicherheit auch einige Sachen schon kaputt. Ich habe auch einige schon aussortiert. Es wird aber auf jeden Fall noch weiter aussortiert, weil es einfach viel zu viel ist. Und ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht. Also wie geht's weiter? Wie möchte ich weitermachen? Und habe halt einfach wirklich eine Pause gebraucht. Ich habe Abstand gebraucht. Ich habe schauen müssen, warum kaufe ich die Sachen? Kaufe ich die wirklich, weil ich sie haben will? Oder kaufe ich sie, damit ich sie euch zeigen kann? Man hat irgendwie so, ich weiß nicht, keine klare Grenze mehr gehabt, kann man das so sagen. Es war sehr, sehr schwierig und deswegen habe ich einfach mal von heute auf morgen einfach einen Cut gemacht für mich, um zu sehen, warum kaufe ich die Sachen. Und ich kaufe sie nicht nur wegen YouTube, sondern einfach, weil ich ein kleines Opfer bin, was Verpackungen angeht, was neue Gerüche angeht, was Designs angeht und so weiter und so fort. Und ich habe auch einfach viel zu viel gekauft, ne? Ich habe manchmal schon das Gefühl gehabt, habe ich vielleicht sogar eine Kaufsucht? Muss ich kaufen, weil mir das irgendwie kurzzeitiges Glücksgefühl gibt? Es ist sehr, sehr schwierig gewesen und deswegen habe ich einfach, wie gesagt, einfach mal Abstand gebraucht. Und ich habe aber auch das Gefühl gehabt, ich möchte wieder Videos machen und es soll natürlich nicht so weitergehen wie in der Vergangenheit. Ich mache Hauls, ich brauche ein paar Produkte auf, ich bestelle mir Boxen und so weiter. Boxen zum Beispiel habe ich komplett abbestellt. Also ich habe wirklich keine einzige Abo-Box mehr. Einfach aus dem Grund, weil da viele Produkte drin sind. Ja, schön. Aber brauche ich die wirklich? Hier kostet eine Abo-Box 15 Euro, da 14 Euro, da 17 Euro, da alle drei Monate 30 Euro und so weiter und so fort. Und es sind doch viele, viele Sachen drin, die man nicht braucht. Es ist viel Krempel drin, es ist wirklich viel Schrott auch teilweise drin, wo man sich denkt, so naja, das hätte jetzt nicht wirklich sein müssen und man verliert sich da so ein bisschen drin. Und ich meine, es ist cool, eine Box zu bekommen, man weiß nicht, was man bekommt, es ist wie eine Überraschung, wie ein Geschenk, aber am Ende des Tages muss man einfach sagen, die meisten Sachen braucht man nicht. Und die habe ich natürlich als allererstes gekündigt und ich bin echt froh drüber, weil ich mir, wenn ich die Sachen mal alle aufgebraucht habe, wirklich Sachen hole, die mir gefallen, die ich haben möchte und ich brauche. Und ich habe mir hier auch ein paar Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse. Und zu dem Fall, dass man die Schränke einfach voll hat und es ist einfach alles sehr, sehr unübersichtlich geworden. Also es ist viel zu viel, zu viel, zu viel geworden. Und deswegen, also es muss erstmal jetzt wirklich aufgebraucht werden. Und dann habe ich mir noch ein paar Punkte gemacht, wie geht's weiter. Und Beauty und Make-up und die Produkte sind einfach mein Hobby. Es ist das, was mir Spaß macht, es ist das, was ich machen möchte, aber nicht mehr in dem Ausmaß. Also wie ihr seht, mein Schrank hier hinter mir ist der gleiche wie aus den anderen Videos, nur dass ich jetzt das Zimmer gewechselt habe, also der ist jetzt hier bei uns hier im Schlafzimmer. Vorher war hier hinter, die ganze Wand waren hier so schwarze Malmkommoden, die haben jetzt alle in mein ehemaliges Zimmer getan, also ist jetzt praktisch ein Ankleidezimmer mehr oder weniger. Mein Schminktisch steht jetzt auch hier drüben, einfach um ein bisschen Veränderung zu kriegen und ich habe halt gemerkt, ich habe das Zimmer gehabt und wenn man Platz hat, was macht man mit Platz? Ja, man stellt es voll und das möchte ich nicht mehr. Also ich bin auch gewaltig am Aussortieren, Ausmisten, was brauche ich, was mag ich, was verwende ich überhaupt nicht, was hat für mich überhaupt keinen Nutzen mehr, was kann weg. Dann
wird es jetzt in der nächsten Zeit auf jeden Fall Aufgebraucht-Videos geben. Es wird Projekte geben für Aufbrauchprojekte. Es wird die Clutter-Videos geben, weil ich habe in meiner Make-up-Sammlung wirklich viele, viele Produkte, wo ich einfach auch gemerkt habe, ich verwende sie nicht gerne, ich mag sie nicht wirklich und warum sollen sie in meiner Sammlung bleiben, wenn ich sie nicht mag? Ja, dann zum Thema Ausgaben für Beauty. Ich möchte mir ein Ziel setzen, also maximal 50 Euro dürfen es im Monat sein. Wenn ich die 50 Euro in dem Monat nicht komplett ausgebe, kann ich sie mir auch ansparen. Entweder ich kaufe mir was komplett anderes davon oder ich spare sie mir zum Beispiel an, wenn es irgendeine schöne LE gibt, die ich gerne haben möchte, wie zuletzt die Game of Thrones LE. Also das ist eine LE, auf die hätte ich gar nicht verzichten wollen und die ist natürlich über dem Budget gewesen von 50 Euro, aber trotzdem, solche Produkte möchte ich mir natürlich auch gönnen können und deswegen sage ich einfach mal, immer mal wieder was kann man sich holen und klar, auch in die 50 Euro fällt nicht nur Make-up rein, sondern auch Pflegeprodukte, also die ganzen oder Verbrauchsprodukte, also dass da wirklich alles mit abgedeckt werden, einfach aus dem Grund, damit ich mir nicht zu viel kaufe. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, denn ich habe natürlich auch ein langfristiges Ziel. Also ich habe meine ganzen Finanzen einmal auf den Kopf gestellt und ich habe wirklich viel zu viel Geld für Beauty und Pflegeprodukte und Pipapo ausgegeben. Und ich habe mir alles mal auf den Kopf gestellt und ja, unser Traum ist es halt schon seit Jahren irgendwann ein Haus zu haben, aber das haben wir uns irgendwie immer aus dem Kopf geschlagen, weil wir gesagt haben, wir haben nicht genügend Geld dafür. Und naja, wir haben mal gerechnet, wir haben unsere Ausgaben hochgerechnet, wir haben geguckt, wo geben wir denn zu viel aus. Und ja, es gibt viele Punkte, wo man einfach viel zu viel ausgibt. Diese Punkte merzen wir jetzt gerade alle aus und dann ist natürlich das langfristige Ziel. In 3 bis 4 Jahren möchten wir gerne ein Haus bauen. Bis dahin möchten wir uns das Eigenkapital ansparen und das sollte auch ohne Probleme möglich sein. Deswegen, also das ist auf jeden Fall unser langfristiges Ziel und deswegen möchte ich auch nicht mehr ganz so viel Geld für Beauty-Produkte ausgeben. Ne? Genau. Und 50 Euro ist ja trotzdem noch ein Haufen Geld dafür. Ja, was steht sonst noch an für dieses Jahr? Also für dieses Jahr steht auf jeden Fall noch an, ich möchte endlich wieder mehr Sport machen, dadurch auch wieder ein bisschen abnehmen. Ich habe das schon mal vor 2 Jahren echt gut geschafft und habe regelmäßig Sport gemacht. Ich war regelmäßig laufen, ich war regelmäßig draußen, habe regelmäßig Videos gemacht und war zu dem Zeitpunkt auch im Fitnessstudio. Wobei ich aber sagen muss, das Fitnessstudio habe ich jetzt gekündigt. Es läuft jetzt wirklich nur noch den Monat. Ich war in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr selten, weil mir war das einfach immer zu aufwendig, erst hinzufahren. Und gerade im Sommer bin ich auch gerne laufen draußen gegangen und deswegen, ja, Fitnessstudio ist weg. Im Sommer wird jetzt draußen gelaufen und ich habe mir bei Chimondo, habe ich mir wieder ein Abo abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob ich jemanden werben kann. Wenn ja, dann schaut unten in die Infobox. Vielleicht findet ihr dann Code. Also ich schaue da mal, ob man da irgendwie so Freunde werben kann oder so, dass man ein paar Euro spart. Ich mag das sehr, sehr gerne. Momentan muss ich allerdings eine Pause einlegen, weil im Dezember bin ich die Treppen runtergefallen in der Arbeit noch und ja, habe mir dabei mein Schienbein richtig, richtig übel angehauen, also mein ganzes Bein war komplett blau, also sowas habe ich noch nicht gesehen, es tut auch immer noch ein bisschen weh, der blaue Fleck ist zum Glück weg, aber es ist noch leicht schmerzhaft, deswegen mache ich momentan noch eine Pause und starte jetzt im Februar dann langsam durch und ich freue mich schon echt drauf und ja, auch aufs Laufen, also ich möchte so gerne laufen, kurz bevor ich gestürzt bin, das war Anfang Dezember war das, habe ich mir beim Black Friday Adidas eine Laufjacke gekauft. Richtig schöne Laufjacke, richtig schön warm. Die sitzt super gut. Ja, und ich konnte sie noch nicht einmal ausprobieren. Das ärgert mich so zu Tode, ehrlich gesagt. Naja, zu Tode ist übertrieben, aber es ärgert mich einfach immens, dass ich diese Jacke noch nicht ausprobieren konnte. Aber bald ist es soweit. Ja, in diesem Jahr steht noch etwas an. Und zwar im Mai heirate ich meinen Freund, Verlobten. Wir sind jetzt im Juni, werden es dann schon 12 Jahre zusammen und ja, dieses Jahr im Mai wird geheiratet. Ich freue mich schon tierisch drauf. Kleid habe ich schon und ja, ich bin echt mega gespannt und freue mich echt drauf. Und vor allen Dingen, was ich mich auch freue, ist,
wir haben eine relativ große Verwandtschaft und die ist über ganz Deutschland irgendwie verteilt und man sieht sich halt dann doch eher selten. Und da freue ich mich einfach mega doll drauf, dass wir alle mal wieder zusammenkommen. Und ja, solche Familienfeiern sind einfach Gold wert. Ja, und noch ein tolles Ereignis steht dieses Jahr an, und zwar im Juni, also kurz nach unserer Hochzeit, fahren wir aufs Rammstein-Konzert nach Stuttgart in die Frontzone. Und ich freue mich da auch schon so mega drauf. Oh, kennt ihr das? Ihr wollt Tickets haben von einer Band, von einem Musiker, der euch richtig, richtig gut gefällt. Und dann ist es wirklich dieses Bangen um Karten. Und das ist so schlimm. Es ist wirklich das Schlimmste. Ich habe gezittert, ich habe gebebt. Und wir haben es geschafft, dass wir die Karten gekriegt haben. Also da bin ich echt mega, mega froh darüber. Und ich freue mich schon so tierisch drauf. Wir haben sie letztes Jahr in München gesehen, da hatten wir Sitzkarten. Ja, und dieses Jahr wirklich Front of Stage. Und ach, ich bin so, da freue ich mich auch schon so mega drauf. Und es ist wirklich alles nicht mehr lange hin. Also 2020 ist wirklich ein Jahr, wo ich sage, da gibt es so viele Highlights, da wird es so viele tolle Punkte geben, wo man einfach sich drauf freut. Und da kriege ich richtig Gänsehaut, ehrlich gesagt. Zum einen die Hochzeit, dann Rammstein-Konzert. Und das sind einfach so tolle Punkte, wo ich mich wirklich mega, mega drauf freue. Und schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr dieses Jahr so an großen Ereignissen geplant habt, sei es Urlaub, sei es irgendeine schöne Unternehmung oder sonstiges. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und ja, schreibt mir doch mal auch unten in die Kommentare, wie ihr zu dem Thema Kaufen von Beauty-Produkten und so weiter steht. Wie handhabt ihr das momentan? Wie geht ihr damit um? Habt ihr auch so einen Messi-Vorrat? Ich glaube, ich zeige euch jetzt mal zwei Schubladen, die ich nämlich hier habe. Da seht ihr dann nämlich, wie groß das Ausmaß des Übels ist. Kleinen Moment. So, wir gehen jetzt mal zu dem Schrank. So, ich weiß noch nicht, ob man genügend sehen kann. Das ist hier so ein Kallax-Korb im Endeffekt. Das ist so ein großer. Und hier sind jetzt alle Haarprodukte drin. Plus das, was noch im Bad steht und so weiter. Also auch eine Menge. Und hier sind Duschgele, Cremes, viel zu viel drin. Die Kiste ist so, so schwer. Das ist der Wahnsinn. Und mir fällt gerade auf, ich habe das Mikro nicht drauf und ich hoffe, ich habe Ton. Ja, jetzt habt ihr mal so einen kleinen Einblick bekommen, was ich da an Pflege und Beauty-Produkte jetzt weniger, sondern eher Pflege- und Haarprodukte so habe. Also es ist wirklich viel zu viel. Also da tun wir mal nichts weg. Das ist mir auch absolut bewusst. Und ich habe nämlich gerade auch noch geguckt, ob der Ton dran ist und drauf ist. Und er ist drauf, zum Glück. Ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. Und ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind einigermaßen in Ordnung. Ich habe jetzt hier kein Ringlicht oder irgendwas aufgebaut, sondern einfach nur hier das Fenster. Ein bisschen habe ich es runtergemacht, damit es nicht ganz so blendet. Und deswegen hoffe ich, dass es einigermaßen passt. Aber ich denke, für so ein Labervideo geht es eigentlich ganz gut in Ordnung. Hoffe ich. Wenn nicht, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und wie geht es generell auf dem Kanal weiter? Ich habe jetzt mal geplant, dass ich einmal die Woche, also ich denke samstags, ein Video online stellen werde. Zu den verschiedensten Themen halt. Zum Thema die Klatter, Beauty-Inventur und so weiter. Das werden so jetzt die Hauptthemen sein. Und ich denke, wir werden auch, ich glaube, als erstes werde ich euch noch ein Aufgebraucht-Video zeigen, weil da habe ich auch wirklich eine Menge aufgebracht, wobei ich in den Monaten von September bis Dezember, glaube ich, fast alles weggeschmissen habe gleich. Und ich hoffe, ihr bleibt dem Kanal erhalten und ich freue mich auf den Austausch mit euch. Wie gesagt, schreibt mir unten in die Kommentare, wie ihr das ganze Thema momentan handhabt. Welche Produkte verwendet ihr gerne? Schreibt es auch mal unten rein. Und wie viel habt ihr von jeder Kategorie so ungefähr? Kauft euch einfach das, worauf ihr Lust habt? Oder sagt ihr, nee, ein Duschgel und wenn das fast leer ist oder leer ist, dann hole ich mir ein neues. Schreibt es mal unten in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren. Und
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und ich würde sagen, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!